Hallo, schön, dass ihr mich mal wieder hier in meinem Gartenhaus, in meinem Whirlpool-Haus besucht. Ich habe bei Amazon einen neuen Whirlpool bestellt, den Lazy Spa San Francisco. Und ich bin hier gerade mitten im Aufbau zugange. Und dann wollen wir uns doch einfach mal anschauen, was hat sich geändert. Das ist das neueste Produkt 2023. Er hat Liegen drin, er hat mehr Massagedüsen drin, er hat WLAN, er hat so viele tolle Funktionen. Und das gehen wir dann gleich mal alles zusammen durch. So, der Whirlpool ist aufgeblasen. Da habe ich euch jetzt nicht mitgenommen, weil ich denke, dass es da genug Videos drüber gibt, wie man einen solchen Whirlpool aufbläst mit dem mitgelieferten Kabel. Das wird ja in die Pumpe gesteckt. Und dann einfach damit aufgeblasen. Jetzt kommen wir zu diesen Erneuerungen bei dem San Francisco Whirlpool. Wie ihr schon sehen könnt, ist dieser Whirlpool, also der ist 2,30 Meter breit und 2,30 Meter lang und verfügt einmal über eine Doppelliege mit Nackenmassagefunktion und dann haben wir hier unten noch eine passende Bank, da können die Füße drauf oder man kann sich auch nur hier hinsetzen. Dann haben wir zusätzlich eine Solo-Liege und das Besondere bei dieser Solo-Liege ist, dass wir auch, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hier ist ein Bereich eingearbeitet, in dem nochmal Luftdüsen sind. Das heißt, auch hier werden die Beine mit Luft massiert. So, wir gehen mal auf die andere Seite rüber, damit man mal einen sehr guten Einblick des Ganzen hat. So sieht das Ganze aus. Also ich finde, mehr als genug Platz, ein traumhaft schöner Whirlpool der Extraklasse. Dann haben wir hier eine Erneuerung und zwar haben wir beleuchtete Düsen. Das habe ich bis jetzt, es gibt ein Modell wohl, ich habe es aber noch selber nicht gesehen gehabt. Für mich ist es neu. Wir haben ja hier diese Wasserdruckdüsen und die kann man beliebig tauschen gegen LED-Lampen, die nicht über Batterie funktionieren, sondern über einen Dynamo-Effekt. Sobald ich also quasi den Wasserstrahl einschalte, fängt sich an, das zu bewegen da drin. Das zeige ich euch gleich, aber auch noch, wenn Wasser drin ist. Und dann sehen wir mal, wie schön das System leuchtet. Drüben haben wir die Filtereinheit. Und das Ganze wird selbstverständlich auch mit einem Deckel geliefert. So, hier sieht man mal so eine ausgebaute Düse. Finde ich auch, ist eine super Sache, wenn mal eine Düse kaputt gehen sollte aus irgendwelchen Gründen. Die sind ganz leicht zu entfernen oder dann durch LED-Düsen auszutauschen, die man natürlich im Zubehör auch nachkaufen kann, wenn man alle vier Düsen auf der einen Seite beleuchtet haben möchte. Das ist übrigens nicht möglich bei den Düsen auf dieser Seite. Na, da sind da andere verbaut, die gehen nur straight geradeaus. Ja, das ist halt wirklich nur auf diesen Düsen möglich, wo man natürlich dann hier auf diesem Sitzpolster sitzen kann natürlich auch und sich dann von hinten massieren lassen kann oder eben man richtet den Strahl auf seine Füße. So, im Vergleich dazu sieht die neue LED-Düse so aus. Wir können die auch mal gerne kurz zusammen installieren. Also hier ist das Loch, wo ich die eine rausgeschraubt habe. Das Rausschrauben zeige ich auch mal kurz, falls das jemand interessiert. Man geht komplett nach links, knackt einmal und dann kann man die Düse entfernen. Und genauso geht die auch wieder rein. Das machen wir jetzt mal auf der Seite. Muss man den richtigen Bereich finden. Und zack, drin. Und jetzt ist hier über das Drehen, kann ich auch die Intensität einstellen. Man merkt dann hier so einen Widerstand. Da ist auch noch alles fest und darüber knack hinaus. Dann ist es lose, dann kann ich es entnehmen. Zack, wieder eingerastet. Ist ein sehr, sehr, sehr gutes System. So, was ich euch auch noch zeigen wollte, was ich eben vergessen habe. Bei meinem alten Whirlpool hatten wir Blubberblasen ausschließlich außen herum. Hier in dem Bereich haben wir jetzt keine Luftdruckdüsen mehr, sondern die werden hier lang geführt. Hier durch den Boden. Da sehen wir überall 180 Löcher. Wollen meine Füße wegnehmen. Gehen hier unten lang, hier herum und dann wieder hinten. Und natürlich, wie ich schon sagte, hier im Beinbereich. Wir haben also zwei getrennte Bereiche für unterschiedliche Massagesysteme. Also wenn man da auf diesem Sitz sitzt, dann kriegt man die volle Dröhnung
was Luftblasen angeht, wenn man sich auf diese Lounge-Liegen hier legt, dann bekommt man eine reine Wasserstrahlmassage. Aber das schauen wir uns natürlich gleich auch noch mit Wasser an. Zusätzlich werden bei diesem Whirlpool Kopfteile mitgeliefert, insgesamt 5 Stück an der Zahl. Ein sehr, sehr, sehr bequemes Material, also absolut weich. Soll kein Wasser einsaugen, aber auch das testen wir dann gleich mit Wasser. Und während der Whirlpool nun voll läuft, wollte ich euch nochmal zeigen, worauf ich den Whirlpool gestellt habe, um Heizkosten zu sparen. Und zwar habe ich den gesamten Unterbau mit diesen Isolierplatten verlegt. Die sind relativ günstig, 15 Euro für 2 Quadratmeter. Ich habe den gesamten Whirlpool damit unterlegt und das sollte ordentlich an Heizkosten sparen, weil wir haben ja den Deckel, den wir hier sehen, auch ein massives Gerät, den haben wir ja und dann auch die dicken Außenwände und jetzt haben wir auch eine Dämmung nach unten. Das kann ich euch einfach nur empfehlen. Die Links zu allen Sachen, die ich hier erzähle, findet ihr selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Und dann warte ich jetzt mal ein paar Stunden, bis das Wasser eingelaufen ist und dann sehen wir uns gleich wieder. Der Whirlpool ist nun befüllt und wurde von mir am Wochenende ausgiebig getestet. Wir schauen uns nun noch mal befüllt an, wie der Whirlpool ausschaut, wenn man ihn in Betrieb nimmt. Wir haben ja hier die Steuereinheit, die man natürlich hochklappen kann, damit man gut aus dem Whirlpool heraus das Ganze steuern kann. Es ist natürlich zusätzlich möglich, das Ganze übers Handy, über WLAN mit der dazugehörigen App zu steuern und auch Zeiten zu programmieren, wann er filtern soll, wann er heizen soll oder man kann ihn auch aus der Ferne natürlich vorheizen lassen, wenn man auf der Arbeit ist und weiß, man möchte heute Abend in den Whirlpool, dann kann man sich das einfach über die mobile App vorher schon programmieren. Das geht übrigens auch hier über diesen Schalter, kann man das auch programmieren. Wir haben hier die Tastensperre, wieder programmieren, heizen, Blubberblasen, die werden wir mal auswählen in Stufe 1. Jetzt habe ich auf Stufe 2 gestellt, die ist etwas schwächer. So, nun habe ich die Bubbles ausgemacht, den Airjet, und habe jetzt die Hydrojets in Betrieb genommen. Das Ganze schaut so aus. Wir haben also die 3 Liegen jeweils mit 2 Nacken- oder Rückenmassage-Elementen ausgestattet. Je nachdem, wie hoch man sich natürlich auf das Ganze hier draufsetzt. Und wir haben auf der anderen Seite auch mit Beleuchtung die Jets, entweder für die Füße oder auch, wenn man sich auf die kleine Sitzbank setzt, für den Rücken- bzw. Schulterbereich, je nachdem, wie man sich halt hinsetzt. Wir sehen jetzt auch die beiden Lampen im Betrieb. Diese sind mit einem Schalter ausgestattet, dass man auch eine feste Farbe oder halt Farbwechsel wählen kann. Ich kann jetzt auch nochmal zusätzlich die Bubbles anschalten und wir sehen das Ganze zusammen. Auch eine interessante Frage ist immer, wie lange hält sich denn die Wassertemperatur bzw. wie gut ist der Whirlpool isoliert? Und ich habe ja, wie vorher schon erwähnt, unten drunter diese ISO-Platten verlegt. Da haben wir noch diesen Isolierdeckel und ich hatte den Whirlpool auf 38 Grad beheizt, habe ihn ausgiebig getestet und danach habe ich die Heizung abgestellt. Und jetzt 30 Stunden später hat der Whirlpool immer noch 26 Grad. Er hat also 11, 12 Grad an Wassertemperatur in 30 Stunden bei einer Außentemperatur von 4 Grad nur verloren. Also ich finde, er ist sehr gut isoliert. Also man spart dort natürlich auch viel Geld zu günstigeren, nicht so gut isolierten Modellen. Mein Fazit zum Test dieses Premium-Luxus-Modells San Francisco ist also, auf der einen Seite ist er wirklich ein sehr, sehr gut verarbeiteter,
hochwertiger und mit tollen Extras ausgestatteter Whirlpool. Es gibt aber auch ein paar Sachen, die ich bei anderen Modellen besser finde. Zum Beispiel auch bei dem Intex Octagon Pure Spa, den ich vorher in Betrieb hatte. Dieser hatte ein Salzwassersystem. Das hätte ich mir hier auch gewünscht, weil die Reinigung, das Selbstreinigen ist wirklich so viel besser. Es ist hautschonender als mit Chlor, wie bei diesem Modell. Sonst finde ich wirklich, sind diese unterschiedlichen Liegeflächen wirklich eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, ein wirklich luxuriöses Produkt zu haben für einen wirklich kostengünstigen Preis. Ich verlinke euch den Whirlpool gerne mal unten in der Videobeschreibung. Und ich habe ihn zum Beispiel für 1250 Euro bei Amazon bekommen. Die Preise variieren natürlich je nach Nachfrage, aber 1500 ist wohl der Maximalpreis, 1200, wenn ihr Glück habt. Es ist wirklich ein tolles Produkt, das ich einfach nur empfehlen kann. Solltet ihr Fragen zum Whirlpool haben, scheut euch nicht davor, einfach die Kommentarfunktion zu nutzen. Ich antworte euch immer gerne. So, dann sage ich mal vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Video.